Informationen über die Helvetik. Amtssprache: Deutsch, Französisch und Italienisch. Hauptstadt: 1798 war die Hauptstadt Aarau, aber 1802 war die Hauptstadt wieder Bern. Die Einwohnerzahl in der Zeit der Helvetik beträgt 1,5 Millionen. Die Währung ist so wie heute immer noch Franken. Die Gründung der Helvetik war 1798 und die Auflösung 1803. Einmarsch der Franzosen. 1789 brach die Revolution aus. König Ludwig XVI. Verlierte an Macht und Frankreich war zu dem Zeitpunkt eine Republik. 1798 marschierten die Franzosen in die Schweiz. Die Helvetik entsteht. Lage der Bürger in Kingnau 1798 bis 1803. Die Franzosen marschierten 1798 in die Schweiz und beendeten die alte eidgenössische Ordnung. 5 Jahre lang war Klingnau in Not und sie hatten Angst vor Hunger und vor Plünderungen. Sie versteckten sogar ihr Gold in Wäldern, weil das Gold zu Hause nicht sicher war. Krieg. Im Juni 1799 begann der Krieg zwischen den Österreichern mit der Unterstützung der Russen gegen Frankreich. Die erste Schlacht fand in Zürich statt und die Franzosen flüchteten mit einer Niederlage hinter die Limmat und die Aare. Im zweiten Angriff in Zürich gewannen die Franzosen und eroberten die Schweiz wieder. Napoleon wurde 1799 zum Kaiser gekrönt und somit ein Diktator über Frankreich. 1812 versuchte Napoleon Russland zu erobern und scheiterte. Er verlor 1814 Macht und hatte keinen Einfluss mehr über Frankreich. Klingnau und Josef Häfflin, 1798. Marsch von den Franzosen nach Klingnau. Josef Häfflin war kein Untervogt mehr. 1802. Napoleon zieht all seine Truppen zurück hinter die Aare. Klingnau gehörte dem Kanton Baden an. Josef Häfflin war ein Untervogt während der alten Eidgenossenschaft in der Umgebung von Klingnau. Nachdem die Franzosen die Helvetik gründeten, unterstützte er das Land weiterhin. Er wurde Senator, weil er gewählt wurde und weil er sonst kein Untervogt mehr sein konnte. Der Freiheitsbaum. Der Freiheitsbaum war ein Zeichen, der sozusagen beschrieben hat, wie freundlich die Franzosen waren. Sie dachten, dass die Franzosen nur helfen wollen und keine bösen Absichten haben. Der Freiheitsbaum stand in Klingnau und in Basel.